Ja, moin moin. Ich bin gerade in den Pyrenäen unterwegs und wir werden hier in den nächsten 6 Tagen ein ziemliches Abenteuer erleben. Wir sind hier schon heute den Berg hochgewandert, geklettert und ja, wir sind an der Grenze zu Spanien, in Andorra noch und morgen geht's dann rüber. Und ja, ich meine, bisher ist es ziemlich epic. Da hinten ist unser Zeltplatz. Einen besseren Zeltplatz gibt es eigentlich nicht mit so einer schönen Aussicht und ich hoffe, heute Nacht kann ich noch so ein paar Timelapses machen, so mit Milchstraße und Sternen und Heititai und Bergen natürlich. Und jetzt gibt es erstmal Essen, Travel Lunch aus der Tüte, aber das ist das Geilste, was man hier haben kann. Schaut euch mal diese Landschaft an, ey. Ich glaube, das ist echt der beste Campingplatz, den ich hier gehabt habe. Und es ist total windstill. Es ist auch nicht feucht oder so. Also gestern hatten wir es, dass es relativ viel Luftfeuchtigkeit hatte. Keine Spur. Und ja, so lässt sich das hier eigentlich ganz gut aushalten. Ja, morgen gehen wir nochmal wahrscheinlich in den kleinen See da hinten baden. Oh, was für ein Paradies sein soll. Ich sag euch, geht in die Pyrenäen. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich hier bin. Letztes Mal war ich in Frankreich, diesmal in Spanien, in Andorra. Und es lohnt sich immer wieder. Jede Ecke ist wirklich anders. Ja, guten Morgen. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen heiser. Es ist ganz schön kalt hier heute Nacht gewesen. Aber jetzt scheint die Sonne wieder. Es ist recht windig. Und zum Aufwärmen machen wir uns jetzt erstmal schön eine Oberhaube-Suppe von Track and Eat. Ja, mal schauen, wie das schmeckt. Wasser ist warm. Alter Schwede, das Zeug ist richtig lecker. Also kann ich nur empfehlen. So, nach ein paar hundert Meter sind wir jetzt am Schwarzen See angekommen. Und da oben, meine ich, müssen wir drauf. Das ist der Pico Bayao oder irgendwie so. Der 2900 Meter. Glück, richtig gutes Wetter. Es ist zwar ein bisschen windig, aber das lässt sich aushalten. Und ja, das soll kurz bis zum Mittag schaffen. Da ist es steil bergab bis nach Aroy. Und von dort aus geht es dann am nächsten Tag weiter. Kleines Stückchen haben wir noch. Fast da. Erstmal eine Snackpause. Hier so Proteinregeln mit. Hier gibt es in verschiedenen Geschmackssorten. Blaubeere, Strawberry, Joghurt und Schokolade, Kokosnuss. So. Und die geben mal ein bisschen Energie auf dem Weg, ne? Weil wir kochen ja mittags nicht, sondern nur abends und morgens Müsli oder Blaubeersuppe. Halt. Haben den Bergkamm erreicht und haben eine neue Aussicht. Und da sind noch viel größere Seen, also werden wir heute Mittag wahrscheinlich noch mal baden gehen. Von den Klippen springen vielleicht, mal gucken, ob das geht. Das wollte ich ja eigentlich vorhin schon, aber das war noch ein bisschen kalt. Und ja, da müssen wir runter. Da ist das Refugio, ganz klein da hinten. Und irgendwo am Horizont ist dann Aroy. Das ist unsere Tagesetappe, unser Tagesziel. Bis dahin wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
wegpacken. Das ist schwierig und als. So, nachdem wir den Bayao hinter uns gelassen haben, sind wir auf dem Weg nach Areu, einem kleinen Dorf in den Bergen, wo es einen Campingplatz mit Pool und Restaurant und Sauna vielleicht gibt. Und ja, das sind noch ungefähr 4 Stunden. Aber das Wetter ist gut, wir sind fit. Nachdem wir den Berg überwunden haben, der Abstieg war doch schon echt ziemlich, ziemlich aufregend. Und recht rutschig war es durch das ganze Geröll, das es da gab. Ne? Aber jetzt wird's easy. Wir haben uns jetzt entschieden, in dem See, den wir von da oben, vom Pic de Bayao schon sehen konnten, baden zu gehen. Das ist der Istani de Bayao, glaube ich. Eiskaltes Bergwasser, aber das tut auch ganz gut. Zum Glück ist es hier windstill, also ja, los. So, nach unserer kleinen Badepause gehen wir jetzt weiter Richtung Areu. Das sind 1,5 Etappen insgesamt. Also wir haben mal so ein kleines Büchlein, was schon sehr, sehr hilfreich ist. Schwede. Ja, und jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu einer Schutzhütte, einer Notschutzhütte, die auf dem Weg liegt. Und die will ich mir doch mal anschauen. Im Buch stand, dass sie ziemlich schön ist. Wir übernachten da zwar heute nicht, aber eine schöne Notschütze, die schaut man sich doch gerne mal an, ne? Weil das findet man eher selten. Die soll wohl ganz toll eingerichtet sein. Und eins muss man sagen, es hat echt eine tolle Aussicht. Die haben sogar Matratzen. Ich glaube nicht, Kopfkissen, Matratzen. Ja, eine richtig gute Aussicht. Ich meine, braucht man sowas? Ja, und da kann man kostenlos übernachten, wenn man mal gestrandet ist oder auch einfach so, denke ich. Da haben sich die ganzen Leute eingetragen. Schöne Erinnerung. Sogar Gemälde. Geil. Schade, dass wir hier nicht übernachten. Aber gut. Wir wollen ja eigentlich echt noch was schaffen. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der See, ja. Es gibt nichts über kristallklares Bergwasser, ey. Ganz ehrlich. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir schmeckt es unglaublich gut. Und ich finde, man hat auch viel mehr Nuancen und Mineralien und so. Vielleicht ist es alles Quatsch, aber ich schmecke das ja auf jeden Fall. Prost. Das Tal des Bayao habe ich hinter mir gelassen. Langsam, langsam geht's runter und bald sollten wir auf eine Straße treffen, die dann nach Areu führt, wo wir heute Nacht übernachten werden. Ich werde dann die Straße 10 Kilometer lang entlang laufen und dann heute Abend schön chillen und ins Bett fallen. Zum Glück geht's nur bergunter, wenn ich das Ganze hochgehen sollte. Ich glaube nicht, dass ich das machen würde. Aber am Campingplatz, wir werden nämlich diese Nacht am Campingplatz übernachten, gibt es ein Pool und ein Restaurant und eine Bar und einen Lebensmittelladen und das vermisst man doch nach einer Zeit in den Bergen.
Das ist doch mal wunderschön, Leute, oder? Ganz ehrlich, hier möchte ich gar nicht mehr weggehen. Oh Mann. Schaut euch das an. So, die erste Etappe ist geschafft für heute. Jetzt liegt die nächste vor mir. 3 Stunden brauche ich noch bis nach Areu oder so. Ich spreche leider kein Spanisch. Und ja, da werden wir heute Nacht campen. Das habe ich ja schon erzählt. Richtig schön mit Swimmingpool und Restaurant und so weiter. Ne? Und ja, also eigentlich geht es mir noch ganz gut. Erstaunlicherweise. Ich meine, wir sind natürlich auch viel runtergegangen. Das ist nicht ganz so schlimm. Nur für die Knie. Und ja, jetzt werde ich mal schauen, dass ich noch vielleicht im Tageslicht ankomme. Sonst im Dunkeln ist ja auch ganz okay. Ich meine, ich laufe jetzt den Rest der Strecke auf einer Sandstraße. Funktioniert.